Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Charlie, mit einem neuen Pilzefilm. Ihr hört schon, da ist auch der kleine Trüffel mit dabei und natürlich auch noch ein paar Begleiter. Ja, und jetzt wollen wir mal gucken, wir sind jetzt hier in einem Wald an der Kerspe Talsperre gefahren und jetzt wollen wir hier mal nach Pilze gucken. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit dem Film und sage trüff, trüff. So, gehen wir mal hier rein in den Wald. Ja, Trüffel ist auch da, guck mal. Ne, dann such mal den Trüffel. So, da gehen wir nicht weit und finden hier auch schon Maronen stehen und sind schon richtig schön am Rumtrüffeln hier. So, an dieser Stelle, da stehen Fichtenblutreiz, gell? Ein hervorragender Pilz in meinen Augen. Unsicher und ne. So, jetzt gehen wir mal hier ran, an so einem Waldrand vorbei. Ja, hier ist der erste Steinpilz in diesem Jahr. Wollte ich euch mal zeigen. Ja, hier kommen wir an einer Stelle mit Maronenröhrlingen. Ja, hier steht alles voller Fichtenblutreizger, wenn man das so mal sieht. Also den Fichtenblutreizger halte ich für einen sehr, sehr guten Bratpilz. Hier finde ich einen ganzen Schwung Kraterellen. Trompetenpfifferlinge, das ist alles voll hier. Ja, und die Heidi ist hier fleißig am Ernten. Und wie man so sieht, lohnt sich das. Also haben wir richtig schöne Stelle gefunden hier. Und Trüffelhund findet das auch ganz gut. Ja, zur Familie der Raufüße gehört dieser Pilz. Ich nehme an, es ist ein Birkenpilz. Ja, ganz interessant. Gelben da. Ja. Einige. Falsche Pfifferlinge? Nein, von diesen. Ha. Aber die waren noch mini klein, das hat sich nicht gelohnt. Das sind Haarschleierlinge, die lassen wir natürlich stehen. Die ist unterwegs nach unseren Pilzen. Gehen wir mal hier durch den Wald. Oh, orange-rote Semmelstoppelpilze wachsen hier. Ja, das ist ein Semmelstoppelpilz. Der sieht so aus wie ein Pfifferling. Ist aber keiner. Der hat unten diese Semmelstoppel, ne? Sieht man das? Ja, und daran kann man den erkennen. Ja, hier wachsen auch noch welche Semmelstoppelpilze. Ich nehme mal hier den alten raus. Ja, hier kann man schön die Semmelstoppel sehen, also die Stoppeln. Und diese jungen hier, die kann man ruhig mitnehmen, eben hier. Ne? Das ist, hier kann man sehen, schön Pilz. Ja, hier haben wir nochmal Semmelstoppler gefunden. Und das ist diesmal die gelbe Sorte. Ja, ein schöner, fester Pilz. Hat man gern in der Pfanne. So, Leute, jetzt geht es so allmählich wieder zurück. Dann werden wir die Sache beschließen. Ne? Auch hier der kleine Flo, der hat auch viel Spaß, der ist auch so langsam müde jetzt. Ja, da denkt man an nichts Böses und findet tatsächlich einen Steinpilz. Ja. So, jetzt wird er geerntet. Ich drehe ihn mir mal raus. Ich merke schon, der hat Maden. Oder hat er keine? Nö. Gucken wir mal.
Ja, den Hut, den kann man noch mitnehmen. Der ist noch ziemlich feste. Aber der Stiel war voller Maden. Den Rest wird uns ja zeigen, hinter beim Saubermachen. Zeigen wir den mal hier. Diesen dicken Schuss. So, jetzt haben wir die Sammeln beendet. Und wir haben also gut gefunden. Ja, besonders freuen wir uns über die Kraterellen. Das sind diese goldstieligen Pfifferlinge. Genau, und dann haben wir die Blutreizker, Fichtenblutreizker gefunden. Maronen. Pfifferlinge waren diesmal nicht so viele. Ich hätte gedacht, wir hätten davon noch ein paar mehr gefunden. Aber war nicht so. Ja, da haben wir noch einen größeren Pfifferling, genau. Ja, dann hatte ich hier noch so einen besonderen Pilz, das ist ein Raufuß. Ich nehme an, ein Birkenröhrling oder sowas. Ah, der ist aber ganz runter jetzt geraten. Ich weiß jetzt nicht, wo der ist. Will ich mal nicht drin rumwühlen, aber ich habe ihn ja gerade gezeigt. Dann haben wir ein paar Perlpilze und Goldröhrling auch gefunden. So, seid ihr denn alle zufrieden? Sehr zufrieden. Ja? Ja? Begeistert wird alles. Die sind auch ein bisschen fertig jetzt. Ja, ich wünsche dann viel Vergnügen mit diesem Film. Seid wieder dabei das nächste Mal. Und dann sage ich, trüff, trüff, euer Charlie.